Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mittagstisch auf dem Nature Bates Instagram YouTube Kanal. Und ich heiße euch herzlich willkommen und muss mich entschuldigen für den letzten Mittagstisch auf YouTube, weil den habe ich selbst versaut. Die Tonaufnahme war eine Katastrophe. Ich habe es noch im Display gesehen hier oben und dachte, was ist denn das für ein komisches Symbol, so ein Wind, der da ist. Und ich hatte hier noch vom letzten Videodreh, der stürmisch war, hatte ich die Geräuschunterdrückung für Windgeräusche aktiviert und das hat mir einen Blecheimer aufgesetzt. Ich habe nachher das Video angeschaut und gesagt, Digga, das kannst du eigentlich nicht bringen. Ne? Hörst dich an, als ob du einen Eimer aufhetzt. Totale Katastrophe. Und ich hasse es nichts mehr, als wenn man selber was kaputt macht oder was versaut. Aber wir haben das Video dann trotzdem online gestellt. Ne? Und deswegen nochmal sorry, es war mein Fehler. Diesmal ist dieses Symbol hier nicht zu sehen. Mittagstisch, außer Tic-Tac von der Bolli-Rolle im Hintergrund. Alles beim Alten. So, ich begrüße euch. 11.31 Uhr und wir schauen mal, was abgeht. Ich wollte mich auch nochmal beim letzten Mittagstisch bei Merck Notre, unserem Stammgast aus Österreich, bedanken. Er hat ganze 18 Kommentare reingehauen. Danke dafür, du bekommst von uns ganz deutlich, bist der Gewinner der Fragerunde in Kommentiereigenschaft. Ne? Einwandfrei. Die Grüße gehen raus. 18 Kommentare. Junge! ja, so, dann wollte ich nochmal schauen, was hier abging. Und zwar, genau. Ich wollte nochmal mich bedanken. Und zwar, wir haben einen Leserschaftskommentar reinbekommen zum Mattenbeef. Ne? Ich hatte ja hier so ein Mattenbeef von der Poseidon-Matte, ein Mattenbeef ausgelöst, unbewusst. Da habe ich mir gar nichts bei gedacht, dass das beefig wird. Die beefige, militante Beef-Verteidigungsfraktion kam auch alle nur von einer Firma. Alle anderen war es wohl scheißegal oder die wissen, dass es so ist. Die anderen waren sauer und wollten meine Videos nicht mehr schauen. Da habe ich mir gedacht, geil, ab und zu braucht man so ein Beef-Thema. Ne? Man braucht ab und zu mal so ein Beef-Thema, dass sich die zeigen, die du eigentlich gar nicht brauchst. Ne? Gleich nochmal einen draufgesetzt. Genau, und da wollte ich mich jetzt auf jeden Fall bei dem Leser bedanken. Ich weiß nicht genau, wer es geschrieben hat, aber er hat uns empfohlen, wenn man jetzt zum Beispiel rein Wasserbilder machen will, ne? Es gibt ja mittlerweile versierte Karpfenangler, soll es geben, die gerne Wasserbilder machen, wenn es nötig ist. Also Fisch bleibt mit Matte nur noch im Wasser, kommt gar nicht mehr an Land. Soll es geben. Wenn es nicht so ist, korrigiert mich wie immer, aber ich bin auch einer von denen. So, und da hat er uns geschrieben, mit der Poseidon-Matte geht das natürlich auch, weil die einen Netzstrukturboden hat. Das braucht man dann eben. Wenn du keine Netzstruktur unten im Boden hast, dann treibt dir diese Matte auf wie ein Korken. So irgendwie. Und dann kannst du den Fisch gar nicht handeln, weil der alles immer so verdrückt. Also es muss eine Netzstruktur vorhanden sein. Jetzt komme ich zum Lesertipp, endlich. Er hat geschrieben, die, ich glaube, Santorini-Shell von Tracker ist eine super Matte, ist nur so ein Ring und hat Netzstruktur, ne? Hat er uns geschrieben, die wäre ideal zum Wasserbilder machen, aber eben nur zum Wasserbilder machen. An Land ist sie nicht tauglich. Ne? Also, danke für die Zusendung. Das kann ich so bestätigen. Auf jeden Fall ein gutes Tool, wenn man sich eine extra Matte gönnen will, um Wasserbilder zu machen. Musst du nicht, kannst du aber. Man muss heute in der Anglerschaft alles extra betonen, weil sonst heißt es, der Brauns ist ein Bösewicht. Genau. So, also, wie gesagt, es ging mir in diesem Mattengeschehen gar nicht drum. Jetzt letztes Mal, ich schwöre euch, ich gehe auch nicht mehr drauf ein, außer in einem reinen Mattenvideo. Übrigens, genau, ich wollte keinen Mattenhersteller diskreditieren, absolut nicht mein Ding gewesen. Aber es wird ja noch einfach erlaubt sein, seine Matte, die man seit 7 Jahren, und das ist dokumentiert, indem ich die Poseidon-Jungs eben gerade angerufen habe. Herr Teuscher und Tommy, wir haben gerade telefoniert und ich habe sie gefragt, Männer, wie lange habe ich eure Matte? Und sie haben es bestätigt, 7 Jahre. Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Alles ist verifiziert mit Quellenangabe, ihr wisst Bescheid. Das braucht man für die militanten Verteidiger von anderen Mattenherstellern. Genau, und deswegen wird man ja wohl noch mal seine Lieblingsmatte loben dürfen und die positiven Eigenschaften herausloben, ohne dass gleich irgendwo der Finger hochgeht. Verboten! Aber wie sagt eine alte Weisheit, der Real Talk ist nur so lange nice, bis es einen selbst trifft. Ich wasche meine Hände in Unschuld und ihr wisst, Spaß muss sein. So, okay, genau, dann wollte ich noch mal ganz kurz sagen, unser Teufelszeug, kam ja jetzt einige Nachfragen. Wann ist es denn endlich wieder lieferbar? Die Flusssaison läuft. Genau, es will das Teufelszeug will be back in nächste Woche.
Am Freitag wird es zu uns geschickt, habe ich gehört. Also Bestätigung bekommen und nächste Woche ist es wieder im Shop. Allerdings in Steingrau. Ne? In dieser braunen Variante haben wir es jetzt erstmal nicht mehr, sondern in diesem geilen, nativen Steingrau, dunkelgrauer Ton, den ihr auch von anderen Vorfachfarben gewöhnt seid oder kennt, haben wir uns dazu entschieden, es in dieser Farbe aufzunehmen. Wenn die Nachfragen kommen, können wir es auch wieder in braun machen, ist kein Problem, aber doppelt gemoppelt hält nicht immer besser. Ne? So, nächste Woche bestellbar, ich freue mich auch schon. Dazu wollte ich noch was erzählen, ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe, und zwar wollte ich noch mal diese monophile Schnur-Thematik kurz aufgreifen. Und zwar kamen da doch einige Nachfragen oder Einwendungen zum Schnurbruchtest, wie so ein Schnurbruchtest ja gemacht wird. Es ging ja um die Dehnung und um irgendwelche anderen Dinge. Und zwar hatten wir ja damals bei dem Teufelszeug, wie wir unseres haben herstellen lassen, haben wir ja auch einen Zugtest ab Werk machen lassen. Wenn ich schon mal erzählt habe, schreibt es rein, ich bin alt, ich vergesse manche Sachen. Da haben wir ja auch einen Zugtest machen lassen, weil wir ja 60 Lips als Bruchgrenze angeben, was die Belastung angeht. Tragfestigkeit 60 Lips. Da haben wir das damals machen lassen. Muss man ja machen, wenn man sowas macht, also rausbringt. Und da wird ein Mittelwert genommen. Ich weiß nicht, wie viele Tests die gemacht haben, aber ich glaube 20 oder 30 Mal wird dieser Zugtest gemacht. Und ganz safe ist auf jeden Fall, wir haben eine Tabelle gesehen, in der alle Werte aufgegriffen wurden. Es ist immer die gleiche Bedingung, also der wird immer eingespannt und immer der gleiche Zugtest gemacht unter allen gleichen Bedingungen. Und das Teufelszeug ist im schlechtesten Fall so bei 50 Lips gerissen und im Bestfall bei weit über 60 Lips. Ne? Also das kann man nie immer, du kannst nie punktuell sagen, es reißt dann immer bei 60 Lips, und so ist es eben auch bei einer Angelschnur. Die reißt nicht immer im Zugtest genau exakt beim selben Wert, sondern die reißt mal weit oben drüber oder sie reißt mal weit unten drunter. Woran das liegt, I don't know. Aber so wird deswegen ein Mittelwert erörtert. Also man macht dann so einen Versuch, macht 30 Tests und dann der Mittelwert wird dann so ungefähr ausgerechnet. Und das ist die Angabe. Aber es liest sich jetzt blöd, wenn wir da jetzt zum Beispiel 57 Lips draufgeschrieben hätten oder 63,5 Lips. Mit 60 Lips kann der Karpfenangler schon eher was anfangen, also mit diesem aussagigen Wert. Und der trifft es dann auch, wie gesagt, in diesem Ding. Wollte ich nur nochmal nachschießen, wie so ein Test gemacht wird. Und das unterscheidet sich natürlich nicht von monophilen zu geflochtenen Schnüren. Also, wenn ihr eine 35 Lips-Angabe habt, gibt es die Möglichkeit, dass es sogar 45 aushält oder auch nur 30. Je nachdem, wie der Test ausfällt. Allerdings ist so ein Schnurbruchtest ja auch wirklich eine Laborbedingung. Und niemand am Fluss oder wenn du angeln bist, wird da stehen und so ziehen. Jetzt habe ich, ich habe erst 38 Lips, das Vorfach hält 40 Lips aus. Ich gebe noch mal ein bisschen mehr Gas, weißt du, so beim Drill. Weißt du, was ich meine? Ne? Also das ist einfach nur ein symbolischer Wert, den man so einordnen kann, aber der jetzt nicht immer nur so tröpfchenweise auf die Goldwaage gelegt werden darf. Ne? Wie so ist im Leben. Gibt es keinen weiteren Vergleich für. Dann sollte man im Zweifel aber immer den kleinsten Wert angeben. Ach Johnny, ey Diggi, weißt du. Ja, du kannst dir auch die Hose mit der Beißzange anziehen. Aber warum willst du denn den kleinsten Wert angeben? Man gibt einen Mittelwert an. Ja, ich hab's doch gerade erklärt. Jetzt kommen die Karpfenangler wieder um die Ecke und wollen den Minimumswert, ne? Genau, den Minimumswert. 300 Tests gemacht und es ist immer bei 62 Lips gerissen. Und einmal ist es bei 52 Lips gerissen. Dann kommt der Johnny und sagt, jetzt musst du 52 draufschreiben. Junge! Spring nicht aus dem Fenster in die Hose rein. Ja, Sascha Sparmer hat es verstanden. Allein, dass drüber geredet werden muss. Nein, das kann man ja mal besprechen. Es ist doch einfach mal interessant, das zu erörtern. Ne? Das einfach mal zu sagen, wie das gemacht wird. Wenn man das doch schon vom Hersteller gesagt bekommt, ne, und dann kann man das auch mal weitergeben, wie gearbeitet wird. Nein, die Karpfenangler wissen es besser. Nein! Junge! Sorry. Nein! Ah, der Sache wird mir auch einfach nicht mehr her. So, dann wollte ich einfach mal kurz gucken. Männers, ihr habt alle schon, glaube ich, oder einige von euch, unser neuestes Video auf YouTube gesehen, wo der Baloo-Bär Brauns mit dem Romeo auf dem engen Boot geangelt hat.
kam natürlich auch gleich, sind wir beim gleichen Thema, kamen ja gleich die Kommentare, ja, wieso habt ihr denn nur von einem Boot geangelt? Das ist doch viel zu eng, Digga. Der Schwede hat mich gestern angerufen, Öl brauchen Sie, ich habe auch so ein Ding im Keller, hättest du dir ja von mir leihen können. Da habe ich gesagt, Schwede, weißt du was? Kannst du mich mal gern haben. Wenn ich diese Riesengummer mit 5 Meter oder was dieses Schlauchboot hat, aufbauen muss am See, ne? Aufpumpen, aufbauen, Zelt montieren, einsatzbereit machen, ist der ganze Tag vorbei. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf in meinem Alter. Der Romeo hat das Ding immer aufgebaut auf seinem Trailer liegen. Der schiebt es einfach nur in das See und los geht's. Aber wenn ich so ein Riesenschlauchboot, Heini, erstmal aus dem Bus schaffen muss, mit dem Hubwagen an den See fahren, müsste ich ja einen Gabelstapler mitnehmen, so schwer ist das Ding. Und dann noch aufpumpen und montieren, ist der ganze Tag vorbei. Junge, da ist die Slipanlage belegt und ich krieg Ärger mit der Hechtangler, weil da so ein blöder Karpfenangler mit seinem komischen Schlauchboot die Slipanlage belegt, ne? Also danke dafür die vielen Angebote, dass wir hätten auch von 2 Booten angeln können. Wir haben von einem geangelt. Es war gemütlich und es war ganz nett, aber für 4 Tage hat es gereicht. Ja, genau, wir hatten einfach Bock drauf zu angeln so. Der Romeo hat zu mir gesagt, Jan, das geht. Ja, doch, ganz sicher, das geht. Ich habe gesagt, Romeo, geht es wirklich? Und ist dann auch die Liege da passend? Dann hat er mir natürlich nicht gesagt, dass ich eine Liege mitbringen muss mit langen Beinen, ne? Sondern ich habe dann die mit den kurzen mitgenommen. Digga, ich habe auf der Banane geschlafen. Deswegen auch danke an das Kommentar, dass der Brauns Yoga machen muss, wenn er da so steif wie ein Bock morgens auf dem Boot rumklettert. Aber Junge, ey, schlaf mal so. So. So wie auf der Banane, sage ich immer. Oh, ich war echt fertig morgens, Meister. Ich bin aufgestanden, ich wusste gar nicht, alles schief und krumm. Game over. Aber ja, es war trotzdem lustig. Bleibt in Erinnerung, ne? Darum geht's doch eigentlich auch. Geht doch um die Erinnerung. Ja, genau. In Kamo, Röscheln mit Romeo. Jawohl. Thomas Pavek ist neidisch, ne? Kenne mir. Würde gern, dass ich mit dir kuschel, ne? Jans Geduldfaden wird unter deutschen Bedingungen getestet. Ach komm, das ist doch nicht böse gemeint, aber. Es ist so. Ich muss es immer. Grümpfige Nase vom Karpfenangler. Nein. Ich kann's besser. Alles blöd, was die anderen machen. Also, dann wollte ich noch sagen, weil auch Kommentare also mich gefragt haben, wieso wir denn jetzt eigentlich im Titel des Videos I Love Big Lachs geschrieben haben. Was hat denn das damit zu tun? Noch so ein Herz in der Mitte. So ein kleiner Insider. Es hat nichts damit zu tun, dass der Romeo und ich so sind, ne? Hier, wie nennt sich das? LBTQQXY irgendwas. Nein, er hat eine Frau und ich habe eine Frau und alles safe. Darum geht es überhaupt nicht, aber der Romeo hat früher oder hat oft bei Facebook, wenn er ein Bild gepostet hat, hat er immer so einen Standardspruch gehabt, die das schon länger verfolgen, kennen das. Er hat immer ganz viele Herzen drunter gemacht und hat geschrieben, I love big lachs. Das ist natürlich eine Mischung aus Englisch und Französisch. I love big ist Englisch und lachs ist Französisch. Der Romeo hat es halt so als seinen Spruch benutzt und hat das immer unter jedes Bild drunter geschrieben, I love big lachs. Und auch scheißegal, was er für einen Fisch gepostet hat, es hat ihn immer gefreut, dann irgend so diesen Spruch zu benutzen. Und er war das, der das damals so ein bisschen kreiert hat. Und wir haben natürlich jetzt gedacht, komm, da gibt es keinen besseren Titel, als diesen Namen zu nehmen. Ne? So, das haben wir jetzt auch erklärt. Es ist nicht, weil ich zu blöd bin zum Schreiben oder unser Cutter Englisch mit Französisch aus Versehen gemischt hat, sondern es hat einen wahren Hintergrund. Ne? Einfach Real Talk, was total Quatsch, mein Computer, hab leider erst geschrieben und danach gedacht, Johnny, alles gut, mein Freund, dafür sind wir im Mittagstisch. Alles cool, keiner nimmt's dir krumm, ne? Wir sind da ja nicht so, ne? Wir sind nicht so wie im Chatverlauf von der Facebook-Gruppe, wo du dann im Hate endest, ne? Und jeder sich draußen im Garten denkt, oh, ich will mich nicht mehr lieb haben, nein, alles cool. Aber es ist so, ich weiß, wie das ist und du kennst meine Art, ich greife das gerne auf, Wolli. Und aber alles safe, genau das ist es. Man darf auch mal was sagen, wenn man es dann verstanden hat, ist so alles cool. Es geht mir auch manchmal so. Ich rede hier auch manchmal was und denke nicht drüber nach und mein Cutter sagt nachher, Brauns, das kannst du doch nicht so reden. Dann wollte ich nochmal ein paar Fragen aufgreifen aus den letzten Videos. Da kam eine Frage, MM hat gesagt, wieso macht ihr nie eine Joker-Route mit Teig ums Blei kneten mit einem Edge als Hakenköder drauf? Um zu schauen, was das Gewässer noch so zum Vorschein bringt. Beifänge wie Ticker sind doch schön anzusehen. Okay, da geht es wohl um das Video, wo ich mit dem Romeo auch auf dem Boot war. Und wir haben da ja mal, er hat eine Schleie gefangen und hat sich über die Schleie gefreut und dies, das. Und da kommt natürlich dann auch mal die Frage auf,
warum wir nicht eine Joker-Route mit Teig ums Blei dahin machen. Aber Digga, weißt du, ja, wir sind ja ehrlich miteinander, ne? Wir sind schon zum Karpfenangeln gekommen, wir wollen ja schon I Love the Big One fangen. Und ist natürlich schön, wenn eine Schleie beißt, wenn eine schöne große Schleie beißt. Solange aber nachts dann 5 Schleien beißen, bist du halt auch irgendwann raus, ne? Auch wenn der Wels dann beißt, bist du raus und du willst ja schon Karpfenzielfisch fangen. Wenn du an dem großen See, ne, das ist ja ein Riesensee, wo wir da waren, mit vielen Weißfischbeständen, natürlich mit allem drum und dran, wenn du dich da mit umkneteten Blei und einem einzelnen Dosenmais-Edge hinsetzt und angelst, dauert es genau, keine Ahnung, 20 Sekunden, dann hängt die erste Rotfeder in der Größe dran. So, weißt du, was ich meine? Klar kann man jetzt sagen, schön die Rotfeder gefangen, aber das ist nicht Sinn der Sache, weißt du, wie ich meine? Aber ich verstehe die Frage und finde sie auch cool, dass es Zuschauer bei uns im Kanal gibt, die auf das Allround-Geschehen auch ein bisschen Wert legen und auch sagen, ja, es gibt ja mehr beim Angeln als nur Karpfenangeln, aber in dem Fall waren wir halt schon zum Spezimen-Karpfenangeln am Start und haben es dann nicht auf die Beifänge abgesehen oder angelegt, ne? Weil man hätte ja auch noch blinkern können. Ne? Schön mal einer durchgezogen. Schönen Raubfisch gefangen, aber haben wir auch nicht mitgehabt. Ne? Waren nur Karpfenangeln am Start. So, dann hatten wir noch eine Frage. You love big breams. Exakt, das geht dann damit auf. Die Gentleman-Route. Ja, genau. Ja. Junge, ey, ich stelle mir das immer gerade schön vor, ne? Wenn du in so einem Boot sitzt, mit schon zu zweit. Wir haben ja jeder auch nur 3 Routen geangelt. Wenn du dann anfängst, wenn der Brauns dann, der alte Wachsler, ne? Die Ösis würden sagen, Wachsler, Grüße gehen raus zu den Ösis, mit der Wachsler-Route anfängt, da zwischendrin rumzufuhrwerken und zu fiedern und auch so zu blinkern, so, und der Romeo, ah, Merde, Jan, was machst du? Chaos, alles kreuz und quer. Ja, mein Futtereimer muss auch noch mit ins Boot und die Zwille mit Maden, die Maden noch alle ausgebüxt, weißt du, im Boot, im Schlauchboot überall gekrochen. Ach, Romeo, ist nicht so schlimm, wir sind doch Allrounder. Hätte er mich vom Boot geworfen, Männer. Hätte ich ausziehen dürfen. Raus. Alle. Du wartest noch auf das Feeder-Video mit den 12er Dickenmittel. Ey, geil, ja, müssen wir machen. Das habe ich ja damals am See, bin ich ja im Bresenrausch aufgegangen, mit der Two-Tone-Brasse. Erinnert ihr euch noch? Die Two-Tone-Brasse. Müssen wir wiederholen. Guckt euch das Ding nochmal an, ey. Two-Tone-Bräse. Wer hat denn in seinem Leben schon mal eine Two-Tone-Brase, einen Two-Tone-Brassen gefangen, ey? Hä? Also diese dicken Mittel-12er, das war ja der Wahnsinn hier. Die werden ja ganz wild hier. Ich muss da nochmal dicken Mittel-12er für den und das machen. So, da war noch eine Frage. Und zwar vom RazyCar24 Gude. Moin Jan, wie immer tolles Video. Weiter so, vielen Dank und Grüße gehen raus. Habe da eine Frage für den nächsten Mittagstisch, der ja heute stattfindet. Beim letzten Video mit Romeo, warum hängen deine Swinger auf dem Boot hinter dem Bissanzeiger und nicht davor, wie man es normalerweise gewöhnt ist? Hat das einen bestimmten Grund und wie ist dort ein Erkennen des Fallbisses möglich? Grüße gehen raus, Grüße gehen zurück. Da hat der liebe Dirk Abogast uns die Antwort gegönnt. Ich lese die Antwort vor. Von der Community an die Community. Das ist, damit die Schnur einigermaßen auf Spannung ist, ohne dass ständig alles piept, wenn sich das Boot bewegt. Fallbisse erkennst du, wenn es tatsächlich einen gibt, nur optisch. Aber wenn das Blei schwer genug ist, bekommst du keinen Fallbiss, da das Blei am Platz liegen bleibt, beim Inlineblei beispielsweise oder bei einem Einhänger mit Ausklingfunktion und die Schnur durchläuft wie an einer Umlenkrolle, auch wenn der Fisch auf dich zukommt. Genau das war der Punkt. Wenn du im Boot angelst, ne, und hast deine Routen da so stehen und egal was du machst oder Wellengang, das Boot bewegt sich halt immer so ein bisschen links nach rechts oder schaukelt. Gerade ein Schlauchboot, Schlauchboot ist ja eine Wippe, ne? Also ein Schlauchboot ist ja, muss man jetzt mal echt sagen, liegt schon gut, aber es ist ja schon ein Ding, ne? Sobald da Wellen kommen, wackelt sich das Ding einen ab. Und wenn du die Swinger dann, also die Hänger, so normal einhängst, wie du das gewohnt bist, also so wie sie normal hängen, dann geht es halt die ganze Zeit. Du kannst natürlich die Sensibilität von den Bissanzeigern rausdrehen, aber irgendwann ist es so weit rausgedreht, dass es, wenn sich das Boot noch leicht bewegt im Wind, düdelt es halt die ganze Zeit. Machst du die Hänger verkehrt rum rein,
hast du halt einfach das optische Bild, dass die Dinger da hängen, aber du hast halt nicht mehr dauerhaft dieses Geflügel. Ne? Klar, ein Brassenbiss oder ein Fallbiss ist dann schon schwer zu erkennen. In dem Fall haben wir natürlich auch wieder mit sehr schweren Bleien geangelt oder mit Inline-Bleien. Da hast du halt einfach den Effekt, dass Blei zieht sich raus, bleibt liegen und die Schnur, egal in welche Richtung du dich bewegst, also der Fisch sich bewegt, er wird immer straff ziehen. Ne? Prinzipiell bräuchtest du auch gar keine Hänger reinhängen und könntest einfach das dir komplett sparen. Hab auch nicht den ganzen Sinn verstanden, warum man das macht, aber man macht's halt auch so. Ne? Man hängt es halt einfach rein. Ja, ist so. Romeo hat gesagt, so rum habe ich gemacht, okay, mache ich mit. So, Sensibilität einstellen, ja, natürlich, Digi, wissen wir auch, ne? Ach so, echt? Kann man an den Bissanzeigern die Sensibilität verstellen? Hä? Wo geht denn das? Ich habe da so drei Schrauben, eine ist für oben, ganz oben, die ist für die Lautstärke, die nächste ist, glaube ich, für den Ton und die ganz untere, ich habe keine Ahnung, für was die sein könnte. Kann mir ja mal einer sagen, für was die ist. Digi, klar, Meister, klar, klar. Haben wir ja rausgedreht schon, ne? Aber trotzdem danke für den Hinweis. Wir haben 55 und noch etwas Zeit. Mehr Fragen habe ich halt gerade nicht. Ja, ja, es ist so, ne? Es ist so. Wir wollen einfach angeln gehen und das zeigen, was halt gerade passiert. So, habt ihr noch eine Frage, Männer? Ich gehe gleich angeln schön. Zwei Nächte. Dordi, Don, Dorki, Dork, was macht eigentlich der Zeus? Hunter Zeus, ist er noch da? Ja. Hunter Zeus, haben wir gestern angeschrieben, ob er uns ein Bild schicken kann für Update. Dann hat uns Hunter Zeus tatsächlich ein paar Fotos zukommen lassen. Ne? Hunter Zeus war angeln. Hunter Zeus ist, glaube ich, so ein bisschen im Moment undercover unterwegs. Aber klar, er wird schon wieder irgendwo auftauchen. Ne? Also wird auch hier wieder auftauchen. Alles cool mit Hunter Zeus. Aber wir machen jetzt da nicht rum und suchen Hunter Zeus in jeder Hecke. Magst du eher Haarmarker im Wasser lassen oder wenn es möglich ist, rausholen? Carpi Waves ist ein interessanter Punkt. 3 Minuten haben wir noch. Geile Nummer mit diesen Haarmarkern. Es gibt ja mittlerweile in Frankreich öffentliche große Gewässer, wo du verpflichtet bist. Am Salagou ist es ja zum Beispiel auch so, ne? Deine Angelstelle, also da, wo du deine Montage draußen ablegst, mit einer Haarboje zu markieren. Das musst du machen. Ich war ja im Winter jetzt da mit dem Andreas Heinz und habe dann da keine Haarmarker hingestellt, weil ich das nicht gelesen habe und auch nicht wusste. Und ich so eher der Typ bin mit dem GPS und alles ein bisschen inkognito. Aber klar, es geht darum, den Hechtanglern zu signalisieren, dass da eine Montage liegt und die eben nicht deine Montage fangen. Weil klar, woher sollen die das wissen, wo das liegt? Und in dem Fall macht es natürlich Sinn, den Haarmarker drin zu lassen. Ansonsten bin ich schon immer so ein Freund gewesen von Haarmarker rausnehmen. Ne? Aber das kam natürlich auch oft daher, weil ich ja ab und zu mal weiter draußen geangelt habe als erlaubt. Und dann habe ich mir den Haarmarker halt nicht gegönnt. Ne? Dass nicht gleich jeder sieht, wo der Brauns wieder angelt. Ne? Also jetzt nicht übertrieben, aber naja, wenn halt 100 Meter auf der Angelkarte steht und du angelst halt 180 Meter raus, dann machst du halt den Haarmarker nicht rein. Ne? Aber mittlerweile ist es so im Kommen, glaube ich, dass dein Ablagepunkt deiner Montage eben durch diese Haarmarker markiert werden muss. Sprich, wenn du dann weiter draußen angelst, als dein Haarmarker liegt, gibt es Ärger. Dann gibt es ein Argument. Da kann man sagen, ja, ihr habt ja die Haarmarker auf 100 Meter stehen und angelt trotzdem auf 180 Meter. Du bist jetzt der illegale Boss. Ne? Also man merkt in diesem Thema auch, das Karpfenangeln verschärft sich immer mehr und wird immer genormter, will ich fast sagen. Ne? Also so genormt. Ne? Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man halt so als Renegade irgendwo hingefahren ist und einfach geangelt hat. Ob da Nachtangeln verboten war oder nicht, oder das hat überhaupt keinen interessiert. Da gab es ja keinen, den das kontrolliert hat, weil niemand Nacht geangelt hat. Und es gab ja auch kaum Angler. Ne? Also Karpfenangler gab es ja kaum. Und da konntest du ja machen, was du wolltest. Und mittlerweile gibt es halt viele Karpfenangler und da hat es auch die Reglements mit sich gebracht und deswegen sage ich, das Karpfenangeln ist mittlerweile deutlich genormter, als es eben vor 20 Jahren noch war, mit allen positiven und negativen Begleiterscheinungen. Ne? Muss man ja auch ganz klar mal so dazu sagen. In diesem Sinne mache ich mich jetzt raus zum Angeln, um mich nochmal mit einem dicken Karpfen zu beseelen, um dann so ein Foto zu machen. So. Ja! Genau. Okay, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Mittwochrest. Wir sehen uns nächste Woche zum Mittagstisch.
Nächstes Video, was kommt, habe ich auf dem Kalender gestern abgecheckt mit dem Peter Schwedes von Carpi Online. Alles eingenordet, alles eingetragen, alles geplant, Gewässer geplant, alles am Start. Wir machen ein Carpi Online, Nature Baits, Peter Schwedes, Jan Brauns Talk über alte Zeiten Video mit Mittagstisch live vom Wasser dann am Mittwoch, aber erst Ende des Monats. Ist noch ein bisschen Zeit, ich habe es nur schon mal angekündigt. In diesem Sinne, habt euch lieb und bis nächste Woche. Ciao.